So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder zum JFD Live Trading TV am heutigen Nachmittag hier, dem 6. März. Wenige Sekunden noch und es dürften hier die Non-Farm-Payrolls der USA-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht werden. Wir hatten unlängst gerade eben schon eine große Analyse zu veröffentlicht. Es wird hier eine leichte Verbesserung erwartet bei der Arbeitslosenquote, hingegen die neu geschaffenen Stellen 241.000 liegen sollten. Das schwankt in jedem Falle. Der DAX unlängst mit dem neuen Allzeithoch. Die Rallye hört hier nicht auf. Links der DAX zu sehen, hier in der JFD 24-Stunden-Indikation. Rechts Euro-US-Dollar. MM15, wir schreiben das auch direkt mal runter. Um mal zu sehen, was hier passiert. So, jetzt warte ich noch ein paar Sekunden auf die News, aber man sieht schon erhebliche Ausschläge. Gold korrigiert. Es gibt sehr, sehr große Spread-Ausdehnungen. Gegen hier Euro-US-Dollar, das sich noch hält. Gold schmiert gerade in die Tiefe. Und was macht Euro-US-Dollar? Wir sehen hier am gestrigen Tagestief gerade touchiert dieses Level. Und aktuell im Rückzugsmodus, hohe Volatilität. Wir gehen am besten hier mal in den 5-Minuten-Chart. So. Es zuckt und zuckt. Aber so recht mag der Markt hier das noch nicht verdauen. So, passen wir das mal an. Hier auch mal das genauere Bild im Fokus haben. Also wilde Sprünge immer noch. Gold kommt wieder ein Stück weit zurück. Euro-US-Dollar hat hier noch nicht eine klare Richtung gefunden. Handelsbilanzsaldo USA kommt hier rein. Minus 41,8 Milliarden. Leicht höher als erwartet in Sachen Rückschläge. Jetzt schmiert er aber hier gehörig ab, der Euro. Und auch Gold kippt hier stark nach unten. DAX, und das ist so ein bisschen die konträre Entwicklung seit längerer Zeit schon. Also die Euro-Schwäche beflügelt hier den DAX. Die Arbeitslosenquote ist sogar viel besser ausgefallen als erwartet. 5,5%, also hier eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Erwartungen. Denn die lag bei 5,6, von zuvor 5,7, jetzt bei 5,5. Also der Arbeitsmarkt in den USA scheint robust. Das ist ein US-Dollar-Hype, das ist eine Stärke. Und das sehen wir genau hier bei dem, was ein US-Dollar gerade macht. Grandioser Ausverkauf. Und DAX jetzt hier in Richtung neuem Allzeithoch unterwegs. Absolut dynamisch, was hier abläuft. Absolut dynamisch. Hier knallt es förmlich durch. DAX jetzt nicht mehr weit weg von eben einer nächsten Rundenmarke und das wäre die 12.000. Sie sehen hier, schießt hier förmlich nach oben. Euro-US-Dollar konträr dazu nach unten und diese Entwicklung dürfte sich auch weiter fortsetzen. Also, ergo, wenn DAX weiter anzieht, müsste Euro-US-Dollar weiter im Abwärtsstrudel bleiben und jetzt sind wir hier schon bei 1,088 angekommen. Aktuell schon minus 150 Pips Euro-US-Dollar. Sie sehen diese 5-Minuten-Kerze, meine Damen und Herren, das ist ja eine 5-Minuten-Kerze. Unglaublich, aber wahr. Die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, extrem mehr als erwartet. 295.000 Stellen wurden hier erwartet. Das erklärt neben der besser als erwartet ausgefallenen Arbeitslosenquote die aktuellen Bewegungsimpulse. Der Markt wird hier bestätigt im Sinne dessen, dass die Liquiditätsflutung wohl fruchtet. Die US-amerikanische Wirtschaft zeigt sich robust. Hingegen hier der Euro im Zuge des Taumelns der Eurozone gegenüber dem US-Dollar hier weitere Tiefschläge einstecken muss. Unglaublich, dieser Ausverkauf, diese Ausverkaufswelle. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zum großen Chart vom Euro-US-Dollar, um uns mal hier die Lage näher zu betrachten. Und zwar nehmen wir da gleich mal den ganz großen Chart ins Bild. Unglaublich, also jetzt der Markt kontert gerade so ein Stück weit nach oben, aber die Daten sind wesentlich besser als erwartet ausgefallen. Und das zeigt sich in einem freudvollen DAX und einem höchst bärischen Euro-US-Dollar, der hier seinesgleichen sucht. Wir müssen jetzt nochmal direkt den Langfristchart aufrufen, um hier sozusagen das Bild nochmal einzugrenzen beim Euro-US-Dollar. Es ist unglaublich, die Korrektur findet ihr vorläufiges Ende nicht. Es geht weiter gen Süden. Deswegen müssen wir uns das ganz große Bild mal auf den Schirm holen. Wir sehen hier den Monatschart vom Euro-US-Dollar in diesem großen Abwärtstrendkanal, in dieser großen Abwärtstrendkanalstruktur. Sie sehen hier diese Monate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Und der neunte Monat, also es ist unglaublich, aber es bricht hier förmlich nach unten weg. Und Euro-US-Dollar nähert sich mehr und mehr dieser unteren großen, gegebenenfalls stützenden Trendlinie, dieses großen Abwärtstrendkanals. Die Prognose seit längerem hier, weiter fallende Preise in Richtung 1,05. Man mag es kaum glauben, aber möglich erreicht Euro-US-Dollar dieses Niveau nicht erst im Sommer, sondern vielleicht schon in den nächsten Wochen. Unglaublich, was es hier wieder für einen Druck gibt auf den Euro-US-Dollar, doch hier die Situation im Zuge dessen, dass die US-Arbeitsmarktdaten so bullisch ausgefallen sind, muss man einfach sagen, hier ist förmlich die Party weiter am Laufen. Da kann man nichts anderes interpretieren. Wir schauen uns jetzt auch gleich mal auf dem großen Bild den DAX an. Ergänzend zur Analyse von vorhin, gerade eben hier nochmal jetzt die Intraday-Aktion DAX nach wie vor hier. Er klimmt ein Hoch nach dem anderen. Die Average True Range Projektion liegt heute bei 11.604. Man darf gespannt sein, ob dieses Niveau erreicht wird. Ich zoome direkt mal in den Stundenchart. Also hier, wir ziehen weiter nach oben. Euro-US-Dollar hat hier seine eigentliche Range schon längst überschritten. War ja hier im Bereich um die 90, 95 Pips angesiedelt. Jetzt hier bereits schon mit 152 Pips und nahe dem Tagestief. Es baut sich aus. Aktuell 157 Pips und es geht weiter 159 Pips. Eieieiei, Euro-US-Dollar hier im absoluten Sinkflug. Und es scheint sich also, wie gesagt, ungebrochen weiter fortsetzen zu wollen. Schauen wir kurz auf den DAX, das müssen wir jetzt nochmal live einfangen hier auf dem größeren Bild. In der Analyse, die es schriftlich hier gab, gerade eben im Stream, hier diese obere deckelnde Trendlinie im Auge behalten. Denn hier haben wir die Situation, dass der Markt womöglich im Bereich 11.600 Punkte Verschnaufpause macht. Das will ich nicht ausschließen. Wir haben hier die deckende Trendlinie, wir haben hier Divergenzen auf den unterschiedlichen Timeframes und in den unterschiedlichen Indikationen. Und wir haben für heute im Prinzip maximales Tageshoch bei 11.604 Punkten. Dort könnte es dann zunächst zu einer Pause kommen. Wir schauen uns dazu jetzt nochmal die Fuzzy-Vektorlogik an zum DAX, die wir jetzt hier aktuell sehen. So. Und die sagt tendenziell, dass wir hier im Prinzip die Hochs schon gesehen haben könnten und es jetzt zum Nachmittag hier Rücksetzer bis knapp 11.400 Punkte gibt. Ja, so kommt, darf man mal abwarten, aber es wäre keine Überraschung, wenn es auch schon häufig passiert, dass die Märkte nach einem positiven Reflex, will ich sagen, nach den News plötzlich die Richtung umkehrten. Die US-Indizes nämlich hier neutral. Wir sehen hier keine starken Gewinne beim US-amerikanischen Markt im Zuge der guten Zahlen. Hier macht sich dann wahrscheinlich doch Zinsangst breit, im Zuge dessen, dass wenn die Daten natürlich robust und gut sind und die amerikanische Notenbank Fed schielt hier mit einem Auge auf den US-Arbeitsmarktbericht, um hier praktisch an der Zinsschraube drehen zu können. Und gute Arbeitsmarktdaten sind natürlich das Salz in der Suppe, was die Fed dann dazu veranlassen könnte, hier die Zinsen womöglich früher als erwartet anzuheben. Und das ist das, was der Aktienmarkt eigentlich gar nicht mag. Deswegen der US-amerikanische Markt hier nicht so freudvoll unterwegs wie Europa. Aber der DAX, und daran orientieren wir uns, zieht hier weiter nach oben. Doch geben Sie Obacht, was hier am Nachmittag passiert. Unter Umständen schalten wir uns hier nochmal direkt live ein, ab 15:30, 16 Uhr, je nachdem, was der DAX denn dann macht, um dann hier nochmal eine Intraday-Beschau vorzunehmen. Das mal als Info an dieser Stelle. DAX, wie gesagt, hier im Tagesschartintervall, hier im Stundenschartintervall, auch anhand der Analyse von heute Morgen, den sauberen Ausbruch vollzogen hier über das Widerstandslevel 11.525 rund. Und jetzt kann gesagt werden, wenn wir oberhalb dieses Niveaus bleiben, dann sehe ich hier sehr, sehr schnell die 11.600 Punkte auf der Zielmarke. Gut, liebe Zuschauer, das soll es dann gewesen sein für den jetzigen Augenblick. Die Daten gut, wie gesagt, alles kurzerhand zusammengefasst. Ich hoffe, Sie sind nicht überrannt worden bei dem einen oder anderen Spike, den wir gerade gesehen haben. Ansonsten verbleibt es mir, wenn wir uns später nicht nochmal hören sollten, jetzt nur noch Ihnen ein schönes, angenehmes, sonniges Wochenende zu wünschen. Und die besten Grüße und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.